Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft PvP. Ich spiele heute Farina, weil sich das ja dezent oft gewünscht wurde oder auch gespammt. Und ja, jetzt geht's los, Farina. Falls ihr es nicht kennt, es ist relativ selbsterklärend, aber ich werde es einfach mal spielen. Und dann, hier, Schwert, mit der Zeit erklären, worum es geht. Zack, ich drücke den Button und damit signalisiere ich den anderen, Leute, ich bin fertig. Jetzt müssen die noch alle ihren Button drücken. Und wenn rechts im Scoreboard alle grün sind, bedeutet das, alle sind fertig und wir können gegeneinander antreten. Wer 5 Runden gewinnt insgesamt, der gewinnt das Spiel. Und man hat eben diese ganzen Items zur Verfügung, die man in den Kisten findet. Muss die aber eben auf das ganze Spiel verteilen. Das heißt, wenn ich jetzt, so wie er da, meine komplette Dia-Rüstung mitnehme, dann habe ich die für den Rest des Spiels nicht mehr. Und ja, er hat erstmal alles gesnackt. Mal gucken, wie lange er damit durchhält. Vielleicht können wir ihn abstauben. Aber wahrscheinlich wird das auch schwierig. Oh Gott. Der tötet mich auch. Dies ist ein Rundenkampf, nicht Leften. Jetzt dürft ihr euch kurz über das Leften beschweren und dann noch bitte nicht mehr. Ja, es wird auch irgendwann geändert. In 2 Jahren oder so. Mal sehen, wo ist der Dritte? Der hat sich wahrscheinlich versteckt. Die beiden kämpfen hier, haben beide schon echt gute Rüstung. Und der Dritte musste dann irgendwo anders sein. Wo auch immer. Dadurch, dass die einfach schon so viel Sachen mitgenommen haben, habe ich mit meinem Holzschwert auf jeden Fall schon mal einen kleinen Vorteil, würde ich sagen. Weil ich dadurch eben nichts verschwendet habe. So, ich glaube, das dauert allgemein immer echt lange. Vor allem, wenn sich der Dritte auch noch versteckt. Und deswegen werde ich wahrscheinlich skippen. Oh, da ist er, unsichtbar. Alter, die haben sich alle die Übersachen geholt. Hier läuft er rum. Dann gibt es anscheinend auch eine Unsichtbarkeitspotion. Ich bin gespannt. Ja, ich werde trotzdem mal ein bisschen vorsprühen. Bis gleich. So, Mr. Unsichtbar hat gewonnen. Gut. Dann heißt das... Okay, wie viel haben wir denn davon? Eine Potion of Invisibility. Okay, ich werde mir trotzdem nochmal einfach ein Holzschwert nehmen. Und vielleicht einen Creeper-Kopf, um den beiden, vielleicht den dreien, Angst einzujagen. Dann bin ich fertig. Und es geht weiter. Ich mache das irgendwie immer so, dass ich am Anfang eher schlechtere Sachen nehme. Und dann, wenn vielleicht jemand 3 oder 4 Siege schon hat, dass ich dann darauf spekuliere, dass ich jedes Spiel gewinne oder so. Ja, wobei, also 4 sind schon echt ein bisschen zu viel. Aber ab 2 bis 3 fange ich dann an aufzurüsten. So, da ist jemand. Der hat ein bisschen verkackt, weil ein Pfeil in ihm steckt. Wo schießt da jemand? Da ist jemand. Mit auch echt guten Sachen. Oh, das ist echt doof. Es tut mir leid. Der wird mich eh töten mit seiner Rüstung. Oh, und da ist auch jemand mit Unsichtbarkeitspotion und einem Bogen. Ja gut, das heißt, alle 3 haben ihre Unsichtbarkeit jetzt schon rausgeworfen. Und das ist wiederum schon wieder gut für mich. So, der hat Speed sogar. Nein, lass mich. Oh nein. Nicht leften. Dann tue ich das nicht. Okay. Mal gucken. Learn to play. Learn mal to play, Alter. So, der Unsichtbarkeitstyp ist jetzt auch irgendwo hier wieder. Und mal gucken, ob ich den sehe. Kackhacker! Hä? Achso, der leckt. Ja, ich denke mal, da werde ich wieder... nein, da ist er. Aber wo? Er ist unsichtbar. Da! Oh, jetzt geht's los. Na, wir den treffen. Weil das Problem ist halt, wenn man unsichtbar ist, darf man keine Rüstung anziehen, sonst sieht man die Rüstung. Und dann ist man relativ schnell tot mit einem Diaschwert, vielleicht mit 2 Hits oder so. Und das ist halt das Risiko.
Aber wenn man mit einem Bogen kämpft, hat man richtig gute Chancen, denke ich. Ja, der kann sich hier bewegen, wie er will. Weil der andere ihn einfach nicht verfolgen kann. Das Problem ist halt, wie eben, wenn man einen Pfeil stecken hat. So, mal gucken. Ob der es hier langsam mal schafft. Weil so viel Leben sollte der Goldtyp nicht mehr haben. Aber mal sehen. Also ich skippe, bis gleich. Oh, jetzt hat er ein Problem, denn er wurde mit dem Pfeil getroffen. Und ja, ist jetzt tot. Okay, dann hat der Moonshine-PvP schon 2 Siege. Das ist viel. Aber, so wie ich die anderen einschätze, haben die keine Ahnung von dem Spiel und werden sich jetzt wieder das Beste holen, was sie kriegen können. Deswegen gehe ich wieder mit einem Holzwellenkampf. Weil sich das für mich dann noch nicht lohnt. Ich werde dann eben am Ende meine Sachen rausholen, wo die eben keine mehr haben. Und dann bin ich überlegen. So, mal gucken. Der hat auch nichts, diese Runde. Und ja, die sind wieder voll ausgerüstet. Tot. Aber gut, das ist kein Problem. Hoffen wir mal, dass er hier nicht gewinnt. Wobei, ja doch, jetzt haben beide relativ gute Sachen. Oder, der hat ein Diaschwert, ne? Aber ich glaube nicht so gute Rüstung wie der Moonshine-Boy. Ja, wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist weg. Da. Kämpfen sie jetzt. Vielleicht muss er noch rennen oder so. Aber ja doch, die haben relativ gleiche Sachen. Wobei er einen Bogen hat und sein Gegner nicht. Das ist ein Nachteil. Naja, dauert wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Ich skippe. Bis gleich. Und Ende. Crazy gewinnt. Das ist schön, denn jetzt hat Moonshine PvP nicht noch einen Sieg mehr. So, ich werde jetzt mal mit meiner Unsichtbarkeitspotion reingehen. Und einem Bogen und einem Pfeil. Und einem Steinschwert. Ja. Ich habe eh noch genug andere. Ja, Rüstung lohnt sich dann nicht, natürlich. Könnte ich mir vielleicht noch eine Potion mitnehmen? Ja, bringt alles nicht so viel. Würde ich sagen, nee, machen wir das nicht. Trinken die Potion. Und los geht's. Habe ich? Oh nee, ich dachte schon, ich habe einen Pfeil in mir drin stecken. Aber das war nur die Flasche. Gut, gucken wir mal. Wir werden ihn hier direkt verfolgen. Ansneaken. Oh Gott, das wird echt dumm von mir. Ich gehe einfach mal auf Distanz. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass mich niemand mit einem Pfeil abschießt. Aber sonst sollte das eigentlich kein Problem sein. Er ist im Wasser. Oh, er hat mich abgeschossen. Nein! Haben die beide Speed? Das ist nicht gut für mich. Oh Gott. Ah, Kacke. Wer hat gewonnen? Moonshine PvP. Verdammt. Das war die erste Runde, die ich gewinnen wollte, leider. Aber gut, jetzt hat er 3 Siege. Ist immer noch nicht wirklich viel. Aber ich werde dann langsam mal mit ein bisschen Rüstung reingehen. Das hier ist so das Beste. Ja, ich denke, so ein Set kann man ruhig mal mitnehmen. Aber jetzt möchte ich auf jeden Fall gewinnen. Dann nehme ich mir mal Poison mit. Ja, oder? Ich werde mir einen Bogen mitnehmen. Und ein Schwert. Und das reicht. Ja, komm. Nehmen wir das mal mit. Passt. Los geht's. So.
Wir wollen gewinnen. Mal gucken. Er killt direkt mal ein Schwein. Das war auch ganz schön böse, das Schwein. Hinter mir ist jemand. Mit Speed. Aber ich habe einen Bogen. Ah, das war, glaube ich, dumm. Jetzt kommt da einer, aber der hat nicht so gute Sachen. Aber Heilungspotions, wobei das nur Heilung 1 ist. Oh, Dinosaurier 1 ist geleftet. Ei. Dinosaurier Ei, so rum. Okay, ich weiß nicht, was war. Doch, das war Slowness. Ist nicht so schlimm. Ich sollte es wohl, glaube ich, gewinnen, weil ich ihn viel öfters getroffen habe. Okay, down. Gut, mein erster Win. Yes. Jetzt muss man ein bisschen umplanen, weil... Ah ne, er ist wieder da. Okay, sehr gut. Jetzt ist Crazy geleftet. Okay. Na gut. Dann müssen wir wieder umplanen. Denn jetzt braucht man insgesamt zwar immer noch 5 Runden, aber es ist wahrscheinlich, dass man gewinnt. Ich werde mir... was nehme ich denn mit? 70 Sekunden noch. Ich glaube, ich mache wieder... Null Runde, erstmal. Ja, komm. Dann kann es eben sein, dass Moonshine PvP danach 4 Siege hat, also noch einen braucht. Aber ab dann habe ich, ja, oder kann ich das eigentlich wagen, oder kann ich so planen, dass ich jede einzelne Runde gewinne, weil er dann wirklich nicht mehr viele Sachen haben darf oder kann. Weil er schon die ganze Zeit total aufgerüstet hat. So. Ja gut, es wird auf jeden Fall gewinnen. Ja. Na gut, 4 Siege. Aber es ist noch alles drin. Denn ich habe jetzt noch für 2 der Siege Bögen. Und das sind dann, ja, also ist dann schon sehr, sehr safe, würde ich sagen. Und dann nochmal eben ein paar Schwerter. Dann werde ich jetzt mal eine Schwertrunde machen. Dieser Rüstung. Und einem Dierschwert. Und einer Potion vielleicht. Und Speed auf jeden Fall. Bin ich fertig. Werde ich Speed direkt trinken. Und hoffen, dass die anderen auch relativ gute Sachen haben. Aber eben nicht zu gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht mehr so gute Sachen haben können. Vielleicht noch ein Bogen, was echt schlecht wäre für mich. Aber dafür habe ich Speed. Und mit Speed kann man gegen Bögen auch echt gut ankommen. Hallo. Er hat einen Bogen, ja. Hinter mir ist auch jemand. Oh, ich weiß nicht, was das war. Slowness war das. Oh, voll in die Menge. Oh, das war schön. Das war nicht perfekt, aber es hat schon ein bisschen Damage gemacht, glaube ich. Jetzt muss ich noch gegen ihn gewinnen. Das ist ein Muss und das schaffe ich auch. Sehr schön. 2 Siege. Und Dinosaurier-Ei ist... Ne, ist wieder da. Okay. Aber ist rot. Das bedeutet, er hat schon verloren. Er darf diese Runde nicht mitspielen. Was machen wir jetzt? Wir nehmen das mit. Und einen Bogen. Ein Eisenschwert. Und Slowness. Und Heal vielleicht. Einmal Heal. Ups. So, machen wir das nach da und das nach da. Fertig. Auf geht's. Rot heißt ja eigentlich tot. Finde ich komisch. Doch, er ist einfach nicht dabei, glaube ich. Der müsste jetzt gerade schon Spectator sein. Na gut. Hallo du. Ah ne, er ist dabei. Komisch. Ach ne, er ist... Oh Gott, okay, das ist ein Bug. Sehr schön. Hallo Bug. Er hat auch gar nichts. Dann hätte ich meine Sachen überhaupt nicht mitnehmen müssen. Wann? Aber... Ja, dann ist die Runde vorbei und geht ganz normal weiter. Ist also nicht so schlimm, dieser Bug. Na gut, dann habe ich jetzt 3 Siege. War ein Teaming. Haha. Ich hätte nicht gemerkt, dass man ihn nicht schlagen kann. So, ziehe ich das an. Ohne Bogen, dafür mit gutem Schwert. Und den restlichen Potions, die ich habe.
Mistgeburten. Wann? Hodiff. Oh, das hätte ich noch nicht trinken sollen. Oh Gott, schnell. Aber das reicht schon. In einer Minute sind die down. Mein Kumpel ist Mod und Admin. Also ich kenne Admins hier auf dem Server, ich kenne Mods auf dem Server. Aber beides gibt's glaube ich nicht. Ah. Oh, ja, das wollte ich gar nicht. Aber ich hab's getan, oh nein. Hält auch nix. Sollte auch relativ tief down sein. Und jetzt habe ich auch 4 Siege. Yes. Dann nehme ich die beste Rüstung, die ich habe. Die gar nicht mehr so gut ist. Und einen Bogen. Das beste Schwert, das ich habe. Und sollte das jetzt eigentlich gewinnen können. Mal sehen. Dinosaurier-Ei muss noch klicken. Jetzt geht's los. Was ist er? Er hat auch ganz... Ja doch, er hat genau die gleiche Rüstung wie ich. Aber ein schlechteres Schwert, so wie es aussieht. Und vielleicht kein Bogen, wenn ich Glück habe. Und wer ist das? Moonshine PvP hat gar nichts. Der hat sich am Anfang halt echt total übernommen. Und sollte deswegen wahrscheinlich nicht viel Chancen haben. Und er ist down, wenn er gleich einen Hit kassiert. Okay. Okay, wenn er auch keinen Bogen hat, dann ist das ein ziemlich sicherer Sieg für mich. Stirb jetzt! Danke. Alter, ein Herz, das war total dumm von mir. Aber na gut, gewonnen. 9 Kills, 60 Pixel, 20 Punkte, yeah. Noch 465 Punkte bis zum nächsten Rang. Das schaffe ich. Gut, GG, Leute. Auch von euch. Busbimmer. Busbometr. Oh, es tut mir leid. Ich bin ein Busbometr. Gut, das war's mit dieser Runde. Foreigner war auf jeden Fall ganz cool. Wobei, ja, die Gegner, ich weiß nicht, ob das einfach deren Taktik ist oder ob die nicht so viel Ahnung davon haben, was eine gute Taktik ist. Denn, ja, die haben fast alle am Anfang einfach die besten Sachen genommen und mein Minecraft ist abgestürzt. Also sie haben einfach die besten Sachen genommen, die es gab und hatten am Ende dadurch dann nichts mehr. Also, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!